Spekulationen ins Kraut, wer dort oben wohl neben Angela Merkel am Kabinettstisch Platz nehmen wird. Als sicher gilt CSU-Chef Seehofer. Er wird Innen-, Heimat- und Bauminister. Was für Thomas de Maizière bedeutet, dass er seinen Posten verlieren und aus dem Kabinett ausscheiden wird. Peter Altmaier war bislang Kanzleramtsminister. Kein einfacher Job, wie es heißt, weil man ständig die Kanzlerin im Nacken hat. Altmaier wird jetzt wohl Wirtschaftsminister. Und neuer Kanzleramtsminister könnte der bislang eher unbekannte Helge Braun werden. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll Verteidigungsministerin bleiben. Und weil das Kabinett noch etwas jünger werden soll, ist Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz als neue Landwirtschaftsministerin im Gespräch. Auch Jens Spahn wird genannt. Der 37-Jährige gilt als Nachwuchshoffnung in der CDU. Allerdings ist unsicher, ob er einen Ministerposten bekommen wird. Und Hermann Gröhe, der bisherige Gesundheitsminister, könnte ins Bildungsministerium wechseln, wie man hört. Neue Gesundheitsministerin könnte dann Annette Wittmann-Mautz werden. Die CSU bekommt 3 Ministerien, aber 4 Namen sind im Rennen. Seehofer wird ja Innenminister. Gerd Müller oder Dorothee Bär, einer von beiden dürfte das Entwicklungsministerium übernehmen. Und Andreas Scheuer wird, wie es aussieht, Verkehrsminister.